Hallo und herzlich willkommen zu einem wichtigen Infovideo. Und zwar für die, die es auch schon in Facebook und in Twitter gelesen haben, handelt es sich um meine Umbauaktion auf meinem Kanal. Naja, nicht Umbauaktion, sondern eher um Planungsaktion. Und zwar für die Leute, die auch jetzt schon die Tage, wie gesagt, auch auf meinem Kanal waren, dürften das soweit schon gesehen haben, und zwar hier, da wo ihr dieses übers die VIP seht, wie jetzt auch hier im Video, habe ich eine kleine Änderung gemacht. Um diese Änderung aber eher verständlich zu machen, sage ich mal, ja gut, das alte Bild vom alten Kanaldesign habe ich jetzt leider nicht. Aber die, die von vornherein jetzt schon dabei waren, dürften ja von meinem alten Kanal Design, bevor der YouTube das Design verändert hat, gesehen haben, dass ich eine Sparte von wegen laufende Dauerprojekte, laufende Projekte und beendete und abgebrochene. Okay, das beendete und abgebrochene ist egal. Wie ihr jetzt hier seht, habe ich jetzt auch eine komplett Aufteilung gemacht zwischen Hauptprojekte und Nebenprojekte. Zu den Hauptprojekten, wie jetzt zurzeit als laufen, das ist halt bei mir The Elder Scrolls for Oblivion, Minecraft Together und Sonic the Hedgehog. Zu meinen Nebenprojekten halt, wie gesagt, seit neuestem ziehe ich jetzt das Minecraft Adventure rein. Und eine ganz neue Sache, von der ihr, sagen wir mal, nicht wirklich immer viel sehen werdet. Zu der Kategorie, zu dem Satz komme ich gleich noch. Jetzt denke ich mal, wo ihr das seht, fragt ihr euch, warum das Ganze? Wieso denn nicht so wie vorher? Das ist ganz einfach gesagt. Mir war das vorher, ich sag mal so, ein bisschen schwierig unter einen Hut zu kriegen. Wie ihr, denke ich mal, mitbekommen habt, ist zurzeit Sonic the Hedgehog auch in die Vergessenheit fast gerutscht, weil ich es jetzt seit über 1, 2, 3 Wochen nicht mehr hochgeladen habe. Ich kam bis jetzt überhaupt nicht mehr dazu. Und das sah ich langsam nicht mehr ein. Mir war das auch, weil ich das Minecraft Adventure hatte, bisschen sehr krass, weil ich 2 Minecraft-Projekte ins, sagen wir mal, Hauptprojekt gezogen habe. Ich dachte mir so, okay, das wird mir langsam aber sicher zu viel. Und da ich jetzt ja noch Oblivion gestartet habe, mit eines der besten Games überhaupt, finde ich, wäre mir das zu viel gewesen. Somit habe ich nun beschlossen, ich ziehe ein Hauptprojekt von ein Minecraft ins Hauptprojekt und eine Minecraft-Geschichte ins Nebenprojekt. Und da das Together so gesehen fast, wer weiß, wie oft kommt, ziehe ich dieses hiermit in die Hauptprojekte und die Adventure in die Nebenprojekte. Nebenprojekte betitelt sich übrigens dadurch, dass davon vielleicht einmal in einer Woche oder zweimal in oder einmal in 2 Wochen was kommt. Während die Hauptprojekte regelmäßig, so gut wie es nur geht, wirklich hochgeladen werden. Hiermit will ich auch meinen damaligen, im Anfang des ersten Parts von Dungeon Runner, meinen ausgesuchten oder versuchten Upload-Plan von wegen täglich hiermit zurückziehen. Ich bin einer, der schafft es zeitlich nicht, fast jeden Tag ein Video für euch hochzuladen. Das heißt, ihr müsst nachschauen, wann ich was hochlade. Es ist nicht wirklich jeden Tag. Es kann sein, dass es alle 2 oder alle 3 Tage sind. Es klappt leider zeitlich nicht anders. Tut mir leid, bleibt mir aber leider nichts anderes übrig. Wirklich. Und ja. So, um jetzt direkt auf diese ganz neue Sache da zu greifen, die hier unten in den Nebenprojekten steht, namens Minecraft-Sachen, in Klammern, Reviews und so weiter. Bevor ihr jetzt mit dem Satz um dich kommt, das klaust du dir von anderen LPern. Na und? Ich sag mal so, ich will's jetzt nicht, ich nenn's nicht wirklich klauen. Ich habe mir das mal angeschaut und ich sag mal so, es ist eine coole Idee.
Und zwar, da ich ja viel mit Minecraft zu tun habe, auch, also ich spiele es ja viel, habe ich nun damit beschlossen, zwischendurch euch mal ein paar Mod-Reviews zu bringen, von besonderen Mods, oder die Mods zu erklären, die ich jetzt zurzeit ja halt aktiv nutze. Und, oder? Nein. Und natürlich auch, jeweilige Texture Packs, auf Deutsch Texturenpakete, euch vorzustellen, um euch sie näher zu bringen, falls ihr wirklich mal das Problem habt, dass ihr nicht wisst, welches Texturenpack ihr auswählen könnt. Genauso wie, das habe ich mir ab sofort beschlossen, dass ich das jetzt auch durchziehen werde ich ab sofort kommende Snapshots oder Updates, so schnell wie es geht, wenn jetzt wirklich ein der wichtigsten Mods, die ich sowieso nutze, halt da ist, euch vorstellen, zu zeigen, was hat sich verändert und was ist vielleicht neu dazugekommen. Also das ist halt dieses Minecraft-Sachen. Ich versuche das durchzuziehen. Ich hoffe, das ist eine gute Sache. So, das ist eigentlich die Veränderung, die ich erklären wollte. Es wird jetzt immer im Übersti-VLP drin stehen, was ich in die Hauptprojekte laufen habe und was ich in den Nebenprojekten habe. Es ist niemals irgendwas Geplantes drin. Ich sag mal, Begründung. Ich weiß im Voraus nie wirklich, was ich sofort spielen soll. Ich habe so ein paar Games noch bei mir auf dem Rechner drauf, aber bis mir da was einfällt, was ich davon spielen soll, kann ich euch jetzt noch nichts sagen. Specials ziehe ich nicht in die Projektabteilung rein, das kann immer reinkommen. Genauso wie Infovideos. Ja, und ja, und meinem SteamVR-Kanal versuche ich auch weiterhin irgendwann mal langsam was mehr reinzubringen. Das war's dann auch jetzt erstmal wieder. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit der neuen Strukturierung. Ja. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich sag dann aber erstmal bis dahin. Euer Stevie Happy. Ciao.